Schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu unserer neuen kleinen Reihe, die wir in Kooperation mit dem Naxos-Kino machen. Spiel-Doc, wo jeweils ein Dokumentarfilm, der jetzt schon am Dienstag im Naxos-Kino gelaufen ist, beziehungsweise zwei Dokumentarfilme waren es in dem Fall, und dann bei uns der Spielfilm. Das ist eine kleine Reihe, die Sie sozusagen über dreimal jetzt erstmal zeigen werden. Diese Woche, diesen Monat sozusagen Thema Rostock. Nächsten Monat geht es dann um Wackersdorf. Und im September haben wir dann Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Heute Abend freue ich mich, dass wir einige Gäste da haben, sowohl Zeitzeugen als auch Leute, die mit dem Film zu tun haben. Martin Behnke, den Drehbuchautor des Filmes, ganz herzlich willkommen. Dietmar Schumann, ZDF-Redakteur, der damals auch vor Ort war und mit eingeschlossen war. Dr. Wolfgang Richter, seinerzeit Ausländerbeauftragter in Rostock. Und Rudolf Worschek von EPD Film, der heute Abend die Moderation machen wird. Und wir gucken jetzt zusammen den Film und danach gehen wir dann in die Diskussion. Und dann wird erst ein bisschen auf dem Podium diskutiert und dann wird auch ans Publikum geöffnet für Zuschauerfragen. Dann wünsche ich einen interessanten Film erstmal. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Wir haben uns jetzt mal für so einen abrupten Schluss entschieden, weil der Film relativ lang ist und der Nachspann jetzt auch noch 5 Minuten dauern würde. Wenn Sie den Nachspann sehen wollten, mein Film gibt es auch auf Amazon Prime, da können Sie den angucken. Ich stelle Ihnen jetzt nochmal zur Sicherheit quasi die Teilnehmer unseres Podiums vor, für deren Teilnahme ich mich schon ganz, ganz herzlich bedanke. Wir haben Wolfgang Richter. Wolfgang Richter war seinerzeit der Ausländerbeauftragte, so hieß es damals noch, ich glaube heute würde man das nicht mehr, Integrationsbeauftragte der Stadt Rostock, der sich selbst in dem Haus der Vietnamesen aufhielt, als das alles passiert ist. Zu seiner Seite sitzt Dietmar Schumann, ZDF-Redakteur und Dokumentarfilmregisseur, der auch in dem Haus war mit seinem Team, als das passiert ist, und der darüber auch einen Dokumentarfilm gemacht hat, Die Schande von Rostock, der am letzten Dienstag in den Naxos-Hallen lief. Und zu meiner Rechten sitzt Martin Behnke, der Drehbuchautor dieses Films, den Burhan Kurbani dann geschrieben hat, der heute leider auch nicht da sein kann, weil der gerade dreht, soweit ich weiß. Schneidet. Auch wichtig. Vielleicht noch ein paar Worte vorab zu dem Film und auch dessen Bedeutung. Es hat zum Zeitpunkt, als der Film in die Kinos kam, 2015 war das, relativ wenige Filme, vor allen Dingen Spielfilme über rechte Gewalt oder auch gerade Gewalt von rechten Jugendlichen in der Bundesrepublik gegeben. Also es ist nicht so, dass es keine gab. Es gab zum Beispiel Oi Warning, es gab auch eine Komödie, die hieß Leroy, wo sich ein Deutsch-Afrikaner in ein Mädchen namens Eva von Eva Braun verliebt. Und Die Kriegerin, das Psychogramm einer rechten jungen Frau. Aber das Bedeutsame an diesem Film ist, dass er tatsächlich zurückgeht auf ein historisches Ereignis, was bei den anderen Filmen nicht der Fall ist. Das sind rein fiktive Filme, also ich meine, Kino ist immer relativ fiktiv, aber hinter diesem Film steht eine bestimmte Wirklichkeit, und wir wollen jetzt darüber reden, wie man diese Wirklichkeit in einen fiktiven Rahmen bringen kann oder auch
ganz am Schluss reden wir darüber, was vielleicht besser ist, ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm, was welchem Thema angemessen ist. Fangen wir vielleicht mit dir an. Du warst zum Zeitpunkt von Rostock-Lichtenhagen 14. Was hat dich jetzt, Frage 1 vielleicht, wie hast du das damals wahrgenommen? War das dir präsent? Und was war dann die Motivation, einen Spielfilm draus zu machen? Also ich habe das sehr stark wahrgenommen damals, weil also ich komme aus Ost-Berlin, bin in der DDR aufgewachsen und das, was da in Rostock in Extremform passiert ist, kannte ich quasi aus Berlin auch und es hat mich total erschüttert, das war in Sommerferien, ich habe das am Fernsehen verfolgt bei meinen Großeltern also da war auf der einen Seite natürlich dieses totale Entsetzen darüber, wie die Polizei da agiert hat. Das war der Skandal, aber das wirklich Schlimme fand ich, dass ich gedacht habe, so, das sind doch alles, also sozusagen auch das, wie es mir damals in Berlin auch ging, das sind doch alles Leute, die noch vor 2-3 Jahren waren wir in der DDR alle die Antifaschisten. Ne? Also wir haben den 8. Mai gefeiert, ne? Also den Tag des Endes des Hitlerfaschismus. Und wie kann das eigentlich passieren? Woher kommt diese Gewalt? Und dann war das so, dass die Idee für diesen Film kam von Burhan Kobani. Der hatte das damals, der kommt eigentlich aus, also seine Eltern sind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen, also Ende der 70er Jahre und er hat das erlebt eigentlich, er ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, hat das im Fernsehen gesehen und für ihn war das ein totaler Schock, weil in seiner Welt existierte so etwas nicht. Ja? Also dass sozusagen Menschen, also Jugendliche, die so aussahen wie seine Freunde, so etwas tun. Ne? Und das hat irgendwie sein Weltbild erschüttert und das hat ihn irgendwie nachhaltig beschäftigt und dann kam er irgendwann Ende 2008, Anfang 2009 auf mich zu und hat gesagt, okay, man müsste darüber was machen, man muss darüber einen Film machen und für mich, also ich bin da sofort drauf eingestiegen, weil es für mich auch so bedeutete, okay, ich kann auch versuchen nachzuvollziehen, was das eigentlich damals war, weil also auch Leute, die ich kannte, sozusagen Freunde von mir, einfach ähnliche Entwicklungen genommen haben in dieser Zeit und ich das auch nie so richtig verstanden habe. Beide haben ja in gewisser Weise die Filmproduktion als Beteiligte beraten, sage ich jetzt mal, in unterschiedlicher Weise vielleicht. Mal die Frage, gab es da irgendwie, wo Sie das selbst erlebt haben, von Ihrer Seite vielleicht Ressentiments, dass ein Spielfilm das verwässern könnte? Und die zweite Frage, was haben Sie denen geraten? Also Ressentiments gab es null, um Himmels Willen. Ich habe mich ein- oder zweimal mit dem Regisseur Burhan Kobani in Berlin getroffen. Ich fand es toll, dass junge Leute vom Spielfilm da einen Spielfilm zu diesem Thema machen wollten. Und ich habe ihm damals aus meiner Sicht die Geschichte erzählt, wie sie also aus unserer Sicht abgelaufen ist. Und also Ressentiments gab es überhaupt nicht. Im Gegenteil, es gab also von meiner Seite also komplette Unterstützung dafür. Ich war sehr froh und sehr stolz auf diese jungen Filmemacher, dass sie sowas gemacht haben. Und ich muss heute nochmal Respekt zollen für das Werk, was am Ende entstanden ist. Für mich eine der besten deutschen Produktionen nach dem Zweiten Weltkrieg, das sage ich mal ganz offen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass so wenige Leute sich das angucken. Es war schon eine begrenzte Zuschauerzahl im Kino, es ist im ZDF gelaufen mit 5,6% Zuschauerbeteiligung, immerhin 2 Millionen. Und ich finde es auch wunderbar, dass Leute hier in Frankfurt am Main sich der Sache annehmen und so eine Kopplung machen, Dokumentarfilm und Spielfilm. Ich hätte dem Ganzen viel mehr Zuschauer gewünscht und vielleicht auch verbunden mit der Bitte an die Organisatoren, dass vielleicht, wenn sie sowas wieder mal vorhaben, es besser zu bewerben, denn es ist in der Stadt kaum bekannt, dass das hier stattfindet. Ich finde, wenn ich das heute mir angucke, ich habe den Dokumentarfilm 20 Jahre nicht gesehen, ich habe jetzt auch diesen Spielfilm nach ein paar Jahren mir wieder mal heute ernsthaft angeguckt und ich bin erschüttert, wie aktuell das ist, wie aktuell dieses Thema ist. Ich bin regelrecht erschüttert. Mir ist das heute nochmal richtig nahe gegangen.
Zweite Frage war? Was Sie denen konkret geraten haben, lasst das. Ich habe ihnen überhaupt nichts geraten. Ich habe ihnen nur erzählt, wie das damals ablief und dass sie das nicht eins zu eins verfilmen können, war mir vollkommen klar. Spielfilm ist was völlig anderes als Dokumentarfilm, aber dass sie den Hintergrund, die Story benutzt haben, um ihre eigene Geschichte daraus zu machen, um zu zeigen, wie es möglich ist, dass orientierungslose Menschen, nicht nur Jugendliche, orientierungslose Menschen überhaupt, wenn die richtigen Rädelsführer kommen, welcher Kulle auch immer, verführbar sind, zu solchem schändlichen, auch verbrecherischen Handeln, fand ich unglaublich wichtig und ich finde den Film auch sehr gelungen. Der kann jederzeit überall, nicht eins zu eins, aber überall in Deutschland, denke ich, widerspiegeln. Ich kann mich noch ganz gut an den Anruf erinnern. Martin hat mich in meinem Büro als Ausländerbeauftragter angerufen und es ist nicht der erste Anlauf zu einem Spielfilm gewesen. Gab es schon 2, 3 Versuche und ich habe auch schon mal ein Drehbuch vorher gelesen und das war aber alles so ein bisschen mit Skepsis belegt, weil mich das, was die anderen davor hatten, nicht wirklich überzeugt hat, so eher so eine 1:1 Nacherzählung dessen, was passiert ist. Und ich glaube, ich hatte auch irgendwie eine schwierige Situation mit irgendwelchen Journalisten vorher. Jedenfalls habe ich zu Martin gesagt, er hat 3 Minuten Zeit, mich zu überzeugen, warum ich bei diesem Projekt mittun soll. Und dann hat er aber gar nicht 3 Minuten gebraucht, sondern das, was er gesagt und was er erzählt hat, dachte ich, ja, das ist irgendwie ein ganz anderer Ansatz als das, was mir vorher begegnet ist. Und dann haben wir uns ziemlich früh in Rostock getroffen, als ihr so die ersten Besuche in Rostock hattet und haben dann einen ganzen Nachmittag zusammengesessen und erzählt. Und ich war total begeistert von Burhan Kobani, von Martin, dann war der Leif Alexis noch dabei, der dort als Produzent auch jetzt im Abspann mit aufgetaucht war. Und von diesem Gespräch an war ich völlig überzeugt, diese 3 sind in der Lage, einen ganz tollen und großartigen Film zu machen. Und dann hatte ich die große Ehre und auch das große Vergnügen, immer wieder euch zu treffen, mit euch Gespräche zu haben. Oder du hast an irgendeiner Szene gesessen, hast angerufen und hast gesagt, erzähl doch nochmal, wie war denn diese Situation? Und von daher war das also für mich eine total spannende Geschichte und ich war total neugierig auf dieses Drehbuch und ich war dann auch einen Tag bei den Dreharbeiten in Halle dabei, als diese Angriffe auf das Haus gerade gedreht worden sind und es war so nah und so dicht an dem, was ich erlebt habe. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf diesen Vergleich, was war in der Realität, was ist in diesem Spielfilm. Und ich bin total begeistert von diesem Film, habe ihn ganz, ganz oft gesehen, war bei vielen Diskussionen dabei und es ist, so wie Dietmar es auch sagt, für mich ein ganz, ganz großartiger Film geworden. Jeder Film, ob Dokumentarfilm oder Spielfilm, lässt ja immer auch was weg, zum Beispiel, was die beiden Genres oder Formate ja verbindet. Aber im Spielfilm wird erfunden gewissermaßen. Deswegen die Frage an dich, wie kam es zu der Entscheidung, in den Film eine Gruppe sehr differenziert gezeigter Jugendlicher zu stellen, quasi als ein Ensemble von Hauptfiguren? Also wir haben in der Recherche und auch im Austausch sozusagen ziemlich viele Wege ausprobiert. Also das muss man sagen. Also es war nicht der erste Schritt zu sagen, wir erzählen im Kern diese Jugendgeschichte, sondern wir haben gedacht, okay, welche beteiligten Gruppen gab es eigentlich da? Und da gibt es sozusagen viele, also sozusagen die Polizei ist ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich dieser Eskalation gewesen, dieses Skandals, die Politik, die Medien auch. Also es war sozusagen auch eines der Ereignisse, in denen die Medien ja auch eine sehr ambivalente Rolle gespielt haben, muss man mal so sagen. Also und natürlich die Anwohner, ja, also die ja sozusagen Nachbarn waren und deren Kinder da sozusagen das Haus angezündet haben. Und
und natürlich die Vietnamesen im Haus. Man muss natürlich dazu sagen, also die Aggression richtet sich am Anfang erstmal gegen die Roma, die in dem Haus daneben untergebracht waren. Das ist sozusagen relativ komplex. Und wir haben eigentlich erstmal alle diese Sachen unter die Lupe genommen und sind dann erstmal zu dem Punkt gekommen, dass der Ausgangspunkt, warum wir das erzählen wollen, eigentlich nicht, wie konnte es sozusagen zu diesem polizeilichen Versagen kommen, was sozusagen wahnsinnig schlimm war, was aber auch etwas Isoliertes ist, das ist sozusagen ein Fall, sondern was wir gemerkt haben, was uns interessiert ist, wie entsteht so ein Pogrom und wie können Menschen, wo wir dann das zugespitzt haben, die in dem Alter sozusagen, also in die wir auch hätten sein können, so ganz schlichtweg, ne? Also das hätten auch wir sein können, wie können die verleitet werden, wie können die sozusagen solche grausamen Dinge vollbringen oder zumindest wollen. Das hat uns dann interessiert und das war der Ansatz, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich dann die Gruppe, die wir erzählen müssen. Und dann hat sich die Gruppe so herausgestellt, wir haben, es gibt, wie gesagt, das ist die ambivalente Rolle der Medien, das natürlich für uns gab es wahnsinnig viel Material, also es gibt sehr viele Interviews aus der Zeit mit Jugendlichen, auch durch die Dokumentation, die zeitnah entstanden sind und die Reportagen, hat man da einen sehr guten Einblick gehabt und wir haben aus diesem Material viel genommen. Und dann war etwas, was sozusagen bei den Jugendlichen ich gemacht habe, ist dann so, ich habe mir halt einfach die, also meine damaligen Freunde einfach nochmal vor Augen geführt und habe die einfach in diese Rostocker Situation gesetzt. So, ne? Also, und aus dieser Mischung ist das entstanden und wir haben dann auch Bohan und ich, wir haben dann auch so Patenschaften übernommen. Also Bohan hat sich dann erstmal stärker mit den Vietnamesen auch auseinandergesetzt so und diese Geschichte erzählt. Und ich habe mir die Jugendlichen vorgenommen, dann haben wir so getauscht und dann hatten wir natürlich die Politiker sozusagen. Das war dann das Schwierigste eigentlich, weil wir gemerkt haben, dass der politische Hintergrund ist wahnsinnig brisant, aber auch sehr komplex. Wir haben Probleme mit Namen zu nennen, weil sobald wir einen Namen nennen in einem, und man könnte viele Namen nennen, müssen wir uns sozusagen ganz sklavisch an die Fakten halten und sind überhaupt nicht mehr frei im Erzählen, weil wir sofort eine Klage bekommen würden. Das war sozusagen auch schon schwierig, überhaupt die Parteinamen zu sagen. Also da waren dann auch Anwälte beschäftigt, die halt versucht haben herauszufinden, wie viel kann man erzählen, ohne dass der Film eine Unterlassungsklage bekommt. Und bei den Jugendlichen waren wir natürlich insofern frei. Ja, aber so ist es entstanden. Das sind eigentlich immer so Mischungen aus der Recherche, die entstanden sind, und aus dem Thema, was wir erzählen wollten. Wie war das eigentlich, eine Frage an Sie beide quasi vor Ort, waren die jungen Leute die aktivsten, also bei dem Dokumentarmaterial da kommen sehr viele Erwachsene, die ihre Unzufriedenheit und sowas äußern vor, aber waren quasi die Radikalen die Jüngeren oder eher die Älteren? Also in dem Film ist ja... wie heißt der im Film, Wolle, ne? Also Jonas Ney, der Stefan heißt er, Entschuldigung. Bolle, genau. Ist er ja der Erste, der den Molotow-Cocktail quasi wirft. Wie war das quasi in der Realität, in Anführungsstrichen? Also in der Realität war es schon so, dass also diejenigen, die die Steine geworfen haben und die Molotow-Cocktails geworfen haben, junge Leute waren. Aber in den Reihen dahinter, so wie man das in dem Film auch gesehen hat, das waren die Erwachsenen, die angefeuert haben, die gejubelt haben, die zu den Hochzeiten 3.000, 4.000 Leute, die dort Stimmung gemacht haben. Auf den Balkonen ringsrum saßen Leute und haben sich das angeguckt. War ja viel besser als Fernsehen, war ja live.
Und für mich ist in all diesen Jahren hängen geblieben, dass diese gröhlenden und jubelnden Erwachsenen die wirklich Widerlichen gewesen sind. Weil sie standen nicht selber vorne und haben nicht selber Steine geschmissen, aber sie haben dafür gesorgt, dass diese Stimmung entstand, diese pogromartige Stimmung, die diese jungen Menschen dann dazu gebracht hat, dort auch anzugreifen. Und ich bin hinterher viel in Schulen gewesen und habe mit Jugendlichen und mit Schülern dort gesprochen und diskutiert. Und ich habe all diese Charaktere, die ihr in diese Gruppe hineingezeichnet habt, die habe ich so in den Schulen kennengelernt, die sind mir so begegnet. Und das Frappierende ist ja, wie es... Also es steht oft fälschlicherweise da, Rechtsextremisten griffen das Haus an. Diese Jugendlichen waren ja zu Beginn nicht Rechtsextremisten. Gerade diese Differenziertheit in dieser Gruppe, die habt ihr ja ganz, ganz ausgezeichnet herausgearbeitet. Diese Ambivalenz zu sagen, also Robby da in dieser Szene, in dieser Gefangenensammelstelle, das sind doch alles Idioten, die Rechten und die Linken. Also da rechnen wir uns nicht dazu. Und am Ende werden sie doch zu Straftätern, die eben genau das Werk vollführen, was diese jubelnde und gröhlende Masse dort will. Und so wie der Film es zeigt, genauso habe ich es in der Realität erlebt. Und Sie noch? Ja, vielleicht plus noch neonazistische, wirklich Neonazis im Hintergrund, die angereist kamen, vor allem aus Deutschland West, aus Hamburg und aus München, freie. Aus Hamburg zum Beispiel haben wir dort leibhaftig erlebt im Hotel auch einige Herrschaften aus Hamburg, die uns bekannt waren als aktive Neonazis, die dann der Nacht vom 2. zum 3. Randaletag dort aktiv aus dem Hintergrund die Fäden gezogen haben. Also einmal die Jugendlichen von, dann die, wie Wolfgang Richter erklärt hat, die Masse der Erwachsenenunterstützer im Hintergrund und dann im weiteren Hintergrund neonazistische Anführer. Die, wie Dietmar eben sagt, die sind erst am zweiten Tag, ab dem Sonntag dazugekommen. Am Sonnabend begann dieses Ereignis als ein Rostocker Ereignis. Das wollen bis heute noch nicht alle Rostocker so hören, die es gerne auf die Zugereisten schieben und auf die Journalisten, die die Stimmung angeheizt haben. Aber es hat an diesem Sonnabend als ein Rostocker Ereignis begonnen. Und dann war es ja sofort medienwirksam und bundesweit verbreitet. Und ich hatte Jahre später die Gelegenheit, mit Ingo Hasselbach mehrere Gespräche zu haben, einer der bekannten Aussteiger aus der Neonazi-Szene, der 92 Gauleiter von Berlin gewesen ist. Und er sagt, ja, wir waren völlig überrascht von dem, was da an diesem Sonnabend in Rostock begonnen hat. Und wir haben ab dem zweiten Tag versucht, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen und dann aus dem Hintergrund eben zu agieren. Und wir haben aus dem Haus heraus, ich war ja in allen drei Nächten dort im Haus, wir haben schon gesehen, dass ab dieser zweiten Nacht das alles straffer und organisierter und mit viel mehr Leuten, eben den Zugereisten noch, dann diese Angriffswellen auf das Haus, aber auch gegen die Polizei vor allem gelaufen sind. Sehr schön fand ich an dem Film auch, ich meine, man muss es nicht tun, aber trotzdem, dass man quasi die Vietnamesen als lebendig, also man hätte ja einfach die nur beim Flüchten zeigen können oder irgend sowas, dass die in dem Film richtig lebendige Figuren sind, die auch irgendwie eine eigene Geschichte haben, wo es dann die Diskussion gibt über quasi Assimilation oder Gen zwischen Bruder und Schwester, also wo das Figuren sind und nicht nur Opfer. Tja, was war jetzt die Frage? Ist einfach gut. War das von Anfang an die Idee, das quasi den Film so aufzulösen mit den Vietnamesen? Also und zwar die erste Fassung, muss man sagen, von dem Film behandelte nur diese Jugendgruppe. Das war quasi 2 Stunden lang eigentlich nur aus dieser Gruppe erzählt und dass alle anderen sozusagen Mitakteure auf dieses Umfeld irgendwie einwirken und es gab dann ein gewisses Unbehagen, weil wir das Gefühl haben, wenn wir nicht zeigen, was das macht, was es hervorruft, was sie tun, dann verharmlosen wir auf eine Art und Weise das auch, ne? Und
Und dann war die Entscheidung irgendwie auch klar, okay, wir müssen eigentlich zeigen, was diese Menschen da drin empfunden haben. Und also es gab eine Diskussion, weil natürlich eben genau diese, die Reportage, die ihr ja gemacht habt aus dem Inneren des Hauses sozusagen, diesen Horror, den können wir gar nicht erzählen in dem Sinne, ne? Also diesen, das, und darum ging es dann erstmal auch nicht zu sagen, wir wollen jetzt davon innen irgendwie einen Horror, diesen Horror zeigen, sondern einfach zu sagen, das sind Menschen und in diesen Menschen, mit diesen Menschen erzählen wir aber auch wiederum das, unser Thema, also unser Thema in der Frage von wegen, ja, wie sehr, also auch da gibt es ja einen, auch gewissermaßen einen kleinen Rassismus, ne? Also eine kleine Geschichte, die wir erzählen und die die Hauptfigur dann erstmal für sie positiv erstmal nutzt, so, um ihre Stelle zu behalten und weil wir auch gesagt haben, ja, wir können die jetzt nicht einfach, wir müssen die auch als komplette Menschen erzählen und nicht einfach nur, das sind jetzt die sozusagen Opfer, ja, so, ne, das, dann können wir uns das auch sparen. Also das war, es war nicht, also das hat uns schon länger beschäftigt, wie wir das machen. Und es gab danach auch, als der Film rauskam, ja auch die Kritik an dem Film, dass man gesagt hat, ja, die Roma werden eben nicht erzählt, ne? Kriegen sozusagen keine eigene Geschichte. Ne? Und das stimmt. Und das war sozusagen natürlich von uns irgendwann eine dramaturgische Entscheidung zu sagen, wir haben in dieser Geschichte sozusagen nur Platz jetzt für drei Geschichten. Und die Vietnamesen sind in dem Fall eben die, an denen sich die Geschichte dann auch abspielte. Und wir können die Roma jetzt nicht einfach, also wir könnten die dann nur schlecht erzählen, weil wir keine Zeit haben dafür, sie zu erzählen. Ja. Ich meine, ihr habt sie ja quasi drin, man sieht die Aufnahmen, drin, ja. Die übrigens irgendwie doch dem Dokumentarmaterial, was heißt doch, die sehr dem Dokumentarmaterial nachgestellt sind, habe ich so den Eindruck, also wie die da unter den Balkonen leben müssen und sowas, also das findet man ja schon in dem Film. Also wir haben sehr viel, also das heißt, das ist dann gar nicht mehr ich gewesen, sondern natürlich in der weiteren Produktion, also Joshi Heimer, der die Kamera gemacht hat und das Szenenbild und so, die haben sich sehr genau die Aufnahmen von damals angeguckt, auch die Fotos angeguckt und haben das teilweise, das könnt ihr auch noch besser beurteilen, aber also für meine Empfinden irgendwie dann sich da sehr viel Mühe gegeben, dem auch irgendwie nahe zu kommen. Ja. Was ist denn eigentlich mit den Vietnamesen passiert, quasi in der Realität nach diesen Ausschreitungen? Also man sieht ja noch im Film, dass wir dann in einem Aufgang, also über das Dach geflohen sind und dann in einem Aufgang, wo deutsche Familien leben, dort nach unten gegangen sind. Und es war in der Realität so, wir haben an jeder Tür geklingelt, 11 Geschosse bis nach unten und 2 haben die Tür aufgemacht und haben Frauen und Kinder reingelassen. Andere haben überhaupt nicht erst auf dieses Klingeln reagiert. Und dann bin ich als Ausländerbeauftragter erstmal allein rausgegangen, weil wir ja nicht wussten, was es um dieses Haus herum hat. Die Polizei, von der wir gesehen haben vom Dach aus, dass sie inzwischen wieder gekommen war, so wie es auch im Film gewesen ist, aber hat die Lage unter Kontrolle oder nicht? Und dann bin ich zuerst alleine rausgegangen, habe dort Kontakt zur Polizei aufgenommen und dann sind ein Stück später sind dann Busse gekommen und die Vietnamesinnen und Vietnamesen sind mit diesen Bussen zunächst in eine große Turnhalle in Rostock gebracht worden und haben dort, so wie die letzten Bilder es zeigen, in dieser Turnhalle dort 2 Nächte zugebracht. Allerdings standen dort keine Betten drin, sondern sie haben auf Matten gelegen und auf Matten geschlafen. Und dann war die Entscheidung, weil die Situation eben immer noch angespannt und schwierig war, dass sie alle gemeinsam in ein Landschulheim vor die Tore von Rostock gefahren sind und in diesem Landschulheim dort erstmal Ruhe hatten, wieder ein Stück zu sich selber zu kommen, miteinander reden zu können, dort in einer ganz guten Umgebung und in einer Atmosphäre, wo sie A, sicher waren und B, wo sie eben auch
Gelegenheiten hatten, mit sich selber zu reden, wie es weitergehen soll. Und da sind also ganz für mich bis heute außergewöhnliche Dinge passiert, weil das erste war, wo gehen Sie hin, wenn Sie aus diesem Landschulheim dann wieder in die Stadt gehen? Und es gab ein Angebot der großen kommunalen Wohnungsgesellschaft, dass jede Vietnamesin, jeder Vietnamese dort eine Wohnung in einem Stadtteil seiner Wahl in Rostock bekommen kann. Und sie haben zusammengesessen und haben beschlossen, dass sie alle gemeinsam wieder in dieses Haus einziehen wollen. Und ich denke, da spielte dieses Zusammensein und die Gemeinschaft eine Rolle. Wenn sie heute vor diesem Haus stehen und auf die Klingelschilder gucken, wohnen heute noch 4, 5 vietnamesische Familien in diesem Haus, weil sie inzwischen tatsächlich eben alle woanders in dieser Stadt wohnen. Aber damals war eben der Wunsch, wir wollen dort zusammen wieder in dieses Haus ziehen. Und das Zweite, was ich noch bemerkenswerter finde, sie haben dort miteinander besprochen und diskutiert, dass sie versuchen müssen, eine stärkere Rolle in dieser Stadtgesellschaft zu spielen, aktiver zu sein, auf das Zusammenleben in dieser Stadt stärker Einwirkung zu nehmen. Und sie haben beschlossen, einen Verein zu gründen, Sie in Hong, gemeinsam unter einem Dach. Und im Oktober 92 ist dieser Verein gegründet worden. Es gibt ihn bis heute. Er ist ein aktiver Teil in der Rostocker Stadtgesellschaft. Und das finde ich also sowas von bemerkenswert. Die Menschen, die Opfer waren, die dort hätten ums Leben kommen können, die machen sich Gedanken, wie sie aktiver und besser in dieser Stadtgesellschaft wirksam werden kann und können und diesen Verein zu gründen. Das war also für mich etwas ganz, ganz Besonderes. Also vieles an dem Film, das haben wir jetzt gehört, ist tatsächlich erfunden, aber es gibt ja quasi den historischen Vorgang Rostock-Lichtenhage, der nicht in einer Nacht war, sondern an mehreren Tagen, fast einer Woche, würde ich sagen. Wie habt ihr das quasi gerafft, sage ich jetzt mal? Also wir haben länger auch darüber nachgedacht, dass es an mehreren Tagen spielt. Also es war ursprünglich auch der Gedanke, das wirklich über diese komplette Zeit spielen zu lassen. Und wir haben uns eigentlich dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, für die Dichtheit der Dramaturgie ist es für uns gut, einen Tag zu erzählen, weil wir irgendwann, wir haben dieses Drehbuch unter anderem in einem Workshop entwickelt, der nennt sich das Jerusalem Film Lab. Also wir wurden tollerweise nach Jerusalem eingeladen, durften dort, ich weiß gar nicht mehr genau, aber mehrere Wochen schreiben und hatten dort internationale Partner, die mit uns gearbeitet haben. Also auch Leute, die aber eigentlich mit Rostock-Lichtenhagen noch nie einen Kontakt hatten. Und die das erstmal einfach als Film angeguckt haben und nicht als sozusagen Ereignis, dem man jetzt gerecht werden muss. Und das war für uns insofern ganz interessant, dass dann ein französischer, kettenrauchender Filmemacher dann kam und meinte dann so, also das Gespräch war sehr kurz, er meinte so, ist doch ein okayes Drehbuch, aber was ihr eigentlich macht, ist ein Katastrophenfilm. So. Und ein Katastrophenfilm braucht eine Ticking Clock. So. Das war's. So, und dann dachten wir so, okay, wir hatten jetzt 1,5 Stunden Zeit, meinst du, mehr habe ich nicht zu sagen. Und ist rausgegangen und dann haben wir darüber nachgedacht und überlegt, natürlich ist es, wir haben das nie als Katastrophenfilm im eigentlichen Sinne gesehen, aber er hat natürlich recht. Ne? Es ist de facto, wenn man das Filmgenre betrachtet, ist es eben eine gesellschaftliche Katastrophe, die da passiert ist. Und dann war irgendwie plötzlich klar, okay, dann müssen wir das auch so erzählen. Dann brauchen wir tatsächlich auch eine Form der Ticking Clock, die hat man ja auch in dem Film. Und dann müssten wir tatsächlich die Uhr runterzählen auf die Katastrophe.
ne, und alles, was da sozusagen darauf hinzuläuft. Und das hat dann den Ausschlag gegeben zu sagen, okay, wir erzählen nicht, weil man kann natürlich auch noch viel früher ansetzen, wenn man sagen, wenn man will, kann man an dem Tag ansetzen, wo die Entscheidung gefallen ist, sozusagen diese Einrichtung überhaupt dorthin zu setzen, sozusagen, ja, und wie die Situation eskaliert ist, nachdem sich weder Stadt noch Land darauf einigen konnten, halbwegs für sanitäre Bedingungen, also sozusagen, das ist ja sozusagen auch dein Thema, also ich weiß nicht, wie oft du darauf hingewiesen hast, sozusagen, dass man da was machen muss. Und die Politik hat es einfach laufen lassen. Also wir hätten viel früher ansetzen können und wir haben gesagt, okay, es ist ein Film und dieser Film braucht einen Rahmen. Das. Ich stelle jetzt vielleicht noch ein oder zwei Fragen und dann könnten Sie, wenn Sie wollen, Ihre Kommentare oder Einschätzungen oder auch Fragen an die drei richten. Vielleicht frage ich mal Herrn Schumann, was ist denn, also dieser Spielfilm, ich finde den auch einen der wichtigsten, absolut der letzten Jahre, ist auch sehr berührend. Ich habe das auch gestern mit meinem 12-jährigen Sohn, wenn ich hier mal anekdotisch plaudern darf, nochmal geguckt. Der sonst so Star Wars und so Zeugs guckt, der war hin und weg, sage ich jetzt mal, also ist dem richtig nahe gegangen. Aber die Frage an Sie als quasi Dokumentarfilmregisseur, was kann jetzt der Dokumentarfilm, was so ein Spielfilm nicht kann? Analytischer sein, aufklärerischer sein oder wie immer? Spielfilm, das ist Erzählung oder Roman und Doc-Film, Reportage, zumal Fernsehjournalismus ist Sachbuch. So, wir können das nicht, wir können nur das leisten, also wir als Fernsehjournalisten, die wir Reportagen oder Dokumentation machen, können nur das leisten, was wir augenscheinlich selbst erfahren. Also in dem Beispiel, an dem Beispiel, was wir da in Rostock-Lichtenhagen machen konnten, weil wir haben dokumentiert, in dem Fall tatsächlich 1:1, ohne etwas wegzulassen, wie diese Nacht aus der Sicht der Angegriffenen, der Betroffenen, also aus der Innenseitansicht des Hauses, dort diese 120 Leute und der Ausländerbeauftragte von Rostock, da waren noch eine Handvoll Antifa-Leute dabei, die den Vietnamesen zur Seite gestanden haben. Und unser Filmteam, wir waren 5 Mann vom ZDF da drin, was dort abgelaufen ist, das haben wir 1:1 berichtet. Das ist die Sache des Fernsehjournalisten. Das ist völlig anders, als das dann die Spielfilmleute draus machen. Es ist deren Freiheit, sich eine Geschichte aus diesem Umfeld auszuwählen. Und wie sie das gemacht haben, fand ich das richtig. Es hätte noch vielleicht Dutzend oder mehr noch andere Storys geben können, dass sie sich gerade dafür entschieden haben, fand ich wichtig, weil es erklärt wirklich sehr, sehr deutlich, in welchem Umfeld, unter welchen Umständen Leute, die in Konfliktsituationen leben oder auch unter ungelösten oder prekären Lebensverhältnissen oder orientierungslos dadurch sind, was mit denen passieren kann, was man mit denen alles anstellen kann, wenn da die richtigen Leute kommen, wenn das Umfeld stimmt, wenn Politik versagt. Politik hat versagt, das totale Politikversagen. Für viele ist sie sind mit dem Glauben an die Demokratie, an den Rechtsstaat in dieses gemeinsame Deutschland gestartet und sie hatten 2 Jahre nur das totale Nichts erlebt, den Abbau ihrer Umstände. Viele waren arbeitslos geworden. Die soziale Katastrophe in Rostock war eine große zur damaligen Zeit, spielt unbedingt damit hinein. Aber was da passieren kann in solchen Umständen, wenn die richtigen Leute kommen, sich an die Spitze setzen. Sie sehen das jetzt, was mit der AfD los ist, gerade jetzt hier in Hessen. Sie haben ja vor der Tür ist ihr Regierungspräsident in Kassel ermordet worden. Nicht? Das sind 29 Jahre her, Rostock-Lichtenhagen. Also das was Reportage, Dokumentarfilm, Fernsehjournalismus in meinem Fall leisten kann, hat in Rostock relativ gut geleistet. Ich weiß, dass Journalismus damals dort eine widersprüchliche Rolle gespielt hat. Spielfilm ist was ganz anderes und das, was Sie daraus gemacht haben, das finde ich sehr bemerkenswert und da kann ich nur sagen, Chapeau. Kann ich noch was dazu sagen, dass die große Leistung von euch ja war, dass es ohne euch dieses Ereignis so gar nicht gegeben hätte, im Sinne von, also ohne diese Bilder aus dem Haus wäre das nie so ans Tageslicht gekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, im Sinne von dokumentarisch und fiktional, gab es doch sogar erstmal eine Klage
gegen das ZDF und die Redaktion, dass ihr das hattet, also dass ihr das erfunden habt, ne, was da drin passiert ist. Stimmt das? Der Mecklenburger Staatsschutz hat gegen das unser damaliges Team vom Kennzeichen D, im ZDF-Magazin, ermittelt mit dem Vorwurf, wir hätten dort Dinge inszeniert und organisiert, um unsere Story zu bekommen. Wir wären die wahren Urheber dieser Randale gewesen. Nicht? Es hat ein paar Wochen gedauert, bis man das ad absurdum hat führen können. Hat nicht Kohl auch damals gesagt, dahinter stecken die Linken oder sowas? Die Stasi hat gesagt, die Stasi und die Linken und es haben Politiker damals aus der CDU vor allem versucht, Rechtsradikale und Linksradikale in einen Topf zu werfen. Glauben Sie denn, dass so ein Pogrom jederzeit und überall wieder stattfinden kann? Das ist so die häufigste Frage, die ich bei allen Diskussionsveranstaltungen gestellt bekomme. Habe ich auch zum 20. Jahrestag gehört. Und ich sage von Anfang an immer dieselbe Antwort. Also so wie es gelaufen ist, kann es in Rostock nicht wieder stattfinden, weil Politik nicht noch einmal so versagen wird und weil vor allem auch Polizeiführung nicht noch einmal so versagen wird. Man muss da sehr unterscheiden. Ich habe den allergrößten Respekt vor jedem Polizeibeamten, der dort vor diesem Haus gestanden hat und uns auch unter Einsatz seines Lebens gerade in der ersten Nacht, wo sie eindeutig in Unterzahl gewesen ist, verteidigt haben. Da habe ich den allergrößten Respekt davor. Aber die Polizeiführung, das Innenministerium hat einfach in dieser Situation katastrophal versagt. Von daher kann es so nicht wieder ablaufen. Was aber jederzeit passieren kann, wenn es wieder solche Situationen gibt, wo man über Wochen und Monate einen solchen Konflikt herrt, wie diese geflüchteten Roma, die eben nicht in diesem Haus ihren Asylantrag stellen konnten, sondern auf dieser Wiese vor dem Haus mehrere Tage warten mussten. Und das in der Tat eine Situation war, die völlig unzumutbar war, die für die Flüchtlinge unzumutbar war, die für die vietnamesischen Vertragsarbeitnehmer, die nebenan wohnten und mit diesem Thema Asyl ja gar nichts zu tun hatten, unzumutbar war und die auch für die deutschen Anwohner ringsherum unzumutbar war. Wenn man das über Wochen und Monate so hochkochen lässt, wenn dort dieses Pulverfass steht, wo die Lunte schon dran ist und eigentlich sogar schon angefangen hat zu brennen, wenn man solche Situationen zulässt, wie wir sie in Sachsen, ich erinnere mich an Bilder in Freital von der Unterbringung von Geflüchteten, wo auch Molotow-Cocktails geflogen sind und so. Wenn man das zulässt, dann sind die Menschen, die manipulierbar sind, die dort zum Steinewerfer, zum Molotow-Cocktailwerfer werden, die von dieser Pogromstimmung erfasst werden können, das ist jederzeit überall in Deutschland wiederholbar. Vielleicht wollten Sie, sagen Sie. Finde ich leider auch. Ich finde die Situation beklemmend, auch 30 Jahre nach Rostock oder knapp 30 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen. Wenn Sie die Ereignisse der letzten Monate sich angeguckt haben, in Dresden, in Chemnitz, in Bernburg, in Köthen, in Sachsen-Anhalt, dann kann sich das, also nicht so wie in Rostock, sicherlich wird es sich so nie wiederholen, weil die Bürgerschaft hellwach inzwischen ist und da auch eine starke Zivilgesellschaft und Kräfte sind, die das so nicht wieder zulassen würden. Aber ich denke, wenn die Umstände stimmen und Sie sehen, welchen Zulauf, welche Wählerschaft inzwischen Leute bekommen, die einer rechtsnationalen, nationalistischen Partei vorstehen, mit faschistoiden Charakter zum großen Teil, ich meine die AfD, dann wird mir schon Angst. Wir müssen damit rechnen, dass die in Sachsen bei den Landtagswahlen die stärkste Partei werden, stärker als die CDU. Was dann passieren kann, wage ich mir nicht auszumalen. Und Fakt ist auch, dass dieses rechtsextremistische, faschistoide Gedanken gut weite Teile unserer Gesellschaft inzwischen erfasst hat. Auch weite Teile unserer Eliten in Politik, in der Justiz, bis hin in den bewaffneten Organen, haben wir in der DDR gesagt, also in den bewaffneten Strukturen dieses Landes. Und wenn Politik nicht in der Lage ist, das mehr zu regulieren, wenn Politik wegschaut, wie in Rostock-Lichtenhagen, sie haben auch in Chemnitz und in Dresden und in Sachsen-Anhalt weggeschaut, dann befürchte ich, dass sowas wieder entstehen kann, vielleicht sogar noch schlimmer als in Rostock. So, wenn Sie jetzt was sagen wollten, wäre jetzt die beste Gelegenheit. Ich kann den Franzosen sehr gut verstehen, der meinte,
Das ist ja ein Katastrophenfilm. Und die Uhr, die ticken sollte, die er nicht gesehen hat, ich habe die gesehen. Das war der Führer der Gruppe der Jugendlichen, der mit dem Oberlippenbärtchen und der immer das Auto gefahren hat, der die aufgehetzt hat und die Basis geschaffen hat, dass dann so eine Katastrophe, also die Uhr hat getickt für mich bis zu der Katastrophe, zu dem Thema. Das Zweite, was ich fragen wollte, wo kam der Typ her? Den habt ihr ja konstruiert. Was habt ihr euch dabei gedacht? Und Sie sagten ja, die Neonazis aus dem Westen, die kamen erst zwei Tage später. Und der war ja im Vorfeld schon dabei. Wo kam der her? So kurz nach der Wiedervereinigung. Also der Sandro, ne, also der ist, natürlich gab es in Rostock auch Nazis, ne? Also und das war ein Rostocker Nazi. Und diese, also der Narzissmus ist sozusagen schon in der Zeit der DDR wieder erstarkt. Also es gab sozusagen, und das, ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber sozusagen es gab vor allem im Umkreis dieser Fußballgruppen, also in Dresden zum Beispiel sehr stark, aber auch in Rostock und so weiter. Hansa Rostock, das war. Hansa Rostock, genau. Also in, sozusagen, wo sich die Hooligan-Kultur sozusagen mit der Skinhead und der Rechtskultur, rechtsradikalen Kultur gemischt hat. Und natürlich gab es da sehr viele auch richtige Neonazis. Ne? Und Nein. Die Politik war nicht, also die hat das gesehen, aber hat nichts gemacht. Also zu der Zeit war Angela Merkel, soweit ich das richtig erinnere, für Jugend zuständig. Und sie hat gesagt, man müssen so, da kam die Idee von dieser annehmenden Jugendarbeit. Also was aber missverstanden wurde und was man gemacht hat, ist einfach, man hat die Jugendclubs einfach den Nazis überlassen, die haben gemacht, was sie wollten. Also ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu, ja. Aber und dann konnten die sich natürlich wahnsinnig gut organisieren. Und was Sandro sozusagen anders macht als so die beschriebenen, also Ingo Hasselbach und Frei und so, das war kein Chefideologe. Ne? Also man könnte sagen, Sandro ist ein sehr, sehr simpler Charakter, ne? Der aber einfach auch fähig ist, sozusagen über ein gewisses Gefühl von sozusagen, ich vermittle Stärke, aber ich vermittle auch Nähe, also das hat er sozusagen drauf, diesen Jugendlichen ein Gefühl zu geben, okay, ich kann euch sagen, wo es lang geht und und so würde ich sagen, also als ich jetzt zur Schule ging, sozusagen, wir haben so einen kleinen Club in der Schule gehabt und so, und es war also auf dem Gymnasium, und aber abends kamen da halt auch alle so, ne? Und dann kamen eben auch die Neonazis so. Und die waren so wie Sandro, ja. Also die waren halt, wir waren zwar sozusagen offensichtlich links, das war aber erstmal nicht so schlimm. So, also, sondern man hat sich dann irgendwie auch so, erstmal konnte man sich auch so verstehen, weil man, das waren sozusagen auch alles Freunde damals noch von meinem Bruder, wir waren alle auf der Schule zusammen, also das ändert sich nicht so schnell, ne? So, und das waren andere Neonazis, als man die in Westdeutschland hatte, also die jetzt für sich sozusagen auch so rechtsnationale Intellektuelle waren oder sowas, ne? So. Und ja, das ist die Figur von Sandro gewesen. Vielleicht kann ich noch mal kurz dazu. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen da unterscheiden. Ja, sicher hat es also sofort in diese Situation der Wendezeit 91, 92 Versuche gegeben, junge Menschen, für die ja Strukturen, die ich jetzt überhaupt nicht politisch bewerten will, aber wo eben Sportvereine und Freizeitangebote und Diskotheken und sowas, wo das über Nacht fast alles weggebrochen ist, und Jugendliche, die eben eine gewisse Orientierungslosigkeit haben, so wie wir sie haben, wo versucht wurde, auch von rechter Seite die einzufangen, aber eher auf diesem Niveau, so wie du es gerade beschrieben hast, also weniger dieser ideologische Rechtsextremismus, sondern eher so über so praktische Sachen, Frust auffangen. Und das, was ich mit dem ab dem zweiten Tag, das war die Führung des bundesdeutschen Neonazismus, die dann auf diesen Zug in Rostock aufgesprungen sind. Weil diese ersten Orientierungen, das waren nicht die,
Lichtenhagen organisiert zustande gebracht haben, sondern die haben versucht, dort irgendwie ihr Süppchen zu kochen in dieser Situation, wo eben jede Menge Orientierungslosigkeit unter Jugendlichen geherrscht hat. Und diese beiden Sachen müssen wir dann, glaube ich, auch unterscheiden. Gibt es weitere Fragen? Herr Lindner. Ja, Dietmar und Wolfgang, an euch hätte ich mal die Frage, wenn ihr einen der beiden Filme, also jetzt den Spielfilm von heute oder den Dokumentarfilm vom Dienstag, nur einmal zeigen dürft und nur einen der Filme vor 200 Oberstufenschülern, welchen würdet ihr zeigen, den Dokumentarfilm oder den Spielfilm? Demagogische Frage. Ich will die auch beantworten. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde mich für keinen, aber entweder beide oder gar keinen. Ja, das ist also in der Tat schwierig und zugespitzt, weil du hattest ja, Dietmar, ja schon vorhin erläutert, dass es einfach auch zwei völlig verschiedene Dinge sind, die man schwer so vergleichen und nebeneinander stellen kann. Ich kann nur sagen, ohne dass ich damit eine Wertung vornehme, ich bin relativ oft dann in diesen Schulkinowochen gewesen, die ja bundesweit organisiert werden und wo dieser Spielfilm mehrere Jahre lang mit einer großen Resonanz, dann bestimmen ja die Schulen, in welche Filme sie da gehen wollen, die da angeboten sind, und ich bin da oft auch zur Diskussion eingeladen worden, und da haben wir zum Teil auch mit älteren Schülern besprochen, dass das, was bei diesem Spielfilm für sie das Interessante war, dass sie sich dem Thema emotional nähern konnten über Figuren, über Jugendliche, die sie hätten selber sein können und damit eine emotionale Nähe und erreicht haben, die über einen Dokumentarfilm schwieriger erreichbar ist. Auf der anderen Seite erzählt ein Dokumentarfilm natürlich Fakten von dem, was stattgefunden hat, ganz anders. Aber in diesen Schulkinowochen war schon dieser Spielfilm enorm wichtig, um Emotionen bei Schülerinnen und Schülern erreichen zu können. Also ich würde die Reportage zeigen und den Trailer zu unserem Film. Das ist eine ja. Finanzielle Frage. Sehr viel günstiger so abzudrehen als ein Spielfilm. Auf jeden Fall schon. Obwohl die Reportage, man muss es einfach mal, natürlich viel mehr Menschen gesehen haben. Also ich glaube, die zu der Zeit kannte das jeder, also der im ZDF sozusagen das geguckt hat. Ne? Also die Erreichbarkeit, die war schon da, und das Material ist ja auch so schockierend. Es gibt da schon so extreme Unterschiede. Wir haben das in einer Nacht gedreht und ich habe das in Schwerin im ZDF-Landesstudio geschnitten in 4 Stunden. Also 26 Minuten Sendezeit in 4 Stunden. Und sie zahlen dann Honorar für 5 Leute für 2 Tage. Das ist natürlich extrem billiger. Ne? So, ich hätte eine Anschlussfrage direkt ans Publikum. Ist denn von Ihnen jemand am Dienstag im Naxos-Kino gewesen und hat die beiden Dokumentarfilme gesehen? Keiner? Gut, danke. Ich mache mal ein paar Freikarten verteilen. Ja, aber umgekehrt, wo ist das Publikum aus dem Naxos-Kino? Das hätte ja auch heute Abend dann nochmal herkommen können eigentlich. Aber, ja. Gibt es denn noch weitere Fragen oder Kommentare? Der Spielfilm kann natürlich auch gefährlich sein, also wenn er nicht von sehr verantwortungsvollen Regisseuren und Kameraleuten gestaltet wird. Der Spielfilm kann ja auch daherkommen wie ein Dokumentarfilm. Wir hatten das mal mit dem Film Der unsichtbare Aufstand von Costa Gavras, und der war also einer der besten Dokumentarfilme, die ich gesehen habe, Spielfilm. Wenn man sich bezieht auf reale Geschichten im Spielfilm, dann müsste man als Regisseur schon auch gucken, dass das ganze Umfeld, dass das auch irgendwie stimmt. Also ich finde, ist auch ein gefährliches Instrument, dieser Spielfilm.
Also da kann ich dich sehr beruhigen, Wolf. Also Martin und Burhan haben über so lange Zeit so intensiv und gut und ausführlich recherchiert und ich kann Ihnen sagen, in diesem Spielfilm ist nichts, aber auch nichts übertrieben. Es sind so viele Zitate von Realität, von Bildern, so zum Beispiel diese Geschichte, Feuerwehr versucht zu löschen, wird aufgehalten und zurückgedrängt, genauso passiert. Das Verhalten von Politikern, diese Jugendlichen, wie gesagt, die ich in diesen Charakteren alle auch in den Schulen, in den Diskussionen wieder getroffen habe, die Zitate, die ihr wörtlich an manchen Stellen eingebaut habt, so wie ihr sie gehört habt, auch in den vielen Gesprächen, die ihr geführt habt. Also in diesem Film ist nichts übertrieben und es spielt in einer fast, für die, die es erlebt haben, in einer fast bedrückenden Weise genau die Atmosphäre und die Situation wieder, wie wir sie erlebt haben. Ich meine, es ist ja auch wirklich sehr, sehr abschreckend, die Wandlung von Stefan in diesem Film. Das ist ja schon, finde ich, richtig groß gemacht. Das ist ja schon ein Sympathieträger, ein eher melancholischer Typ, sieht gut aus, man traut ihm zu, dass er irgendwie überlegt, irgendwie handelt und er wirft dann aus Gründen, die für uns jetzt auch nicht so wirklich genau nachzuvollziehen sind, also sein Großvater sagt ja dann, also ich war Kommunist und du bist Demokrat und so setzt sich, das ist aber kein wirklicher Grund. Und dann gibt es ja am Ende auch noch diese eigentlich auch irgendwie groteske Szene, wo er am Balkon ist und man nimmt an, oder dass er sich vielleicht runterstürzt oder sowas und dann macht er diese Geste. Also das ist schon, glaube ich, für auch junge Zuschauer sehr in einem positiven Sinne abschreckend. Zwei Sätze noch bevor Sie, nämlich genau zu dieser Szene, auf die wäre ich nämlich jetzt auch gekommen, weil der Jonas Ney hat mir hinterher in Gesprächen erzählt, natürlich hat er gewusst, dass dort unten Komparsen stehen und dass die den Auftrag haben zu jubeln, wenn er dort den Arm hebt. Und es war trotzdem für ihn emotional so eine Situation, die ihn da auch ein Stück beherrscht hat. Er macht eine Armbewegung und hunderte von Menschen krölen und jubeln. Und genauso ist es gewesen. Da war noch eine Frage. Ja, danke. Auch nochmal, also zwei kurze Fragen. Das eine auch zu diesem Wirklichkeit und Fiktion. Was mir total eindrücklich da erschien, war dieses Interview dann am Ende, also in dieser Nacht von den Jugendlichen. Und da waren ja auch also diese Anspielungen an die Presse beispielsweise, deren Rolle da. Da würde mich auch nochmal interessieren, hat das, sage ich mal, auch einen realitätsnahen Hintergrund, dass diese Interviews möglicherweise ähnlich auch wirklich oder die Worte da gefallen sind? Und das andere nochmal schnell, diese Wandlung von schwarz-weiß zu farbig, was hat das eigentlich, also das ist ja sicher dramaturgisch beabsichtigt, sollte man das verstehen? Welche Bedeutung hat das? Setzt ja auch mit dem Interview ein, ne? Ja. Ah ja, ist das da, ja. Ah ja. Also die erste Frage ist einfacher zu beantworten. Und zwar, ja, also es gab sozusagen Interviews, es gab ein paar Zeitungsinterviews mit solchen Jugendlichen, die wir uns angeschaut haben, und Videointerviews sozusagen, also vom Fernsehen, und haben dort sozusagen Teile rausgenommen. Und dann haben wir eigentlich im Casting, nicht im Casting, sondern die Schauspieler waren schon da und wir haben sozusagen Szenen geprobt. Und dann haben die improvisiert, so ein bisschen, auf diesen Text. Und aus der Mischung von dem, was die jungen Schauspieler improvisiert haben und dem, was sozusagen wir genommen haben, ist diese Interviewszene entstanden. Und dieses Hitlergruß kostet 50 Mark, das ist sozusagen auch belegt. Also sozusagen, es gab tatsächlich Leute, also Journalisten, die für ein Foto mit Hitlergruß sozusagen auch Geld bezahlt haben und so. Dieser Wutausbruch, den dann der Stefan sozusagen gegenüber der Kamera bringt, der ist tatsächlich, das kam aus ihm raus. Also das hat er plötzlich so in dieser Situation, als die Szene da improvisiert wurde, plötzlich hatte er da so eine Aggression, hat das so raus und man so, okay, wir machen es genauso. Ne? Also
Und das Zweite war die Entscheidung zwischen sozusagen, dass man den Film zwei Drittel in Schwarz-Weiß und dass er dann im Wechsel zur Nacht bunt wird. Das war eine Entscheidung von Bohan und dem Kameramann. Und wir haben da sehr lange drüber diskutiert. Und weil das war sozusagen im Drehbuch in dem Sinne gab es nicht. Es war einfach alles bunt oder alles schwarz-weiß. Es war sozusagen, da gab es keinen Wechsel. Und wir haben uns da jetzt nicht gestritten, wir haben sozusagen angeregt diskutiert darüber, warum man das jetzt machen muss. Und ich habe es lange nicht. Und ich finde aber, es gibt sozusagen, ich finde, wenn ich ihn jetzt gucke, finde ich, macht es auch was. Also es ist, weil es ja auch nicht nur bunt wird, sondern das Bild wird auch nochmal breiter. Und was ich sozusagen da empfinde, ist sozusagen diese Idee von, wenn man diese Geschichte durch die Augen dieser Jugendlichen betrachtet, für die diese ganze Kiste auch irgendwie ein Abenteuer ist, so, ne? Dann ist mit diesem nach diesem zähen Tag sozusagen dieser Tristesse geht plötzlich sozusagen eine andere Welt auf, ne? Also in der es sozusagen Gefahr, Abenteuer und in der man potenziell zum Helden werden kann, ja? Und ich finde, das schafft es ganz gut. Und ein Grund, eine Motivation, die Bohan noch hat, ist, er sagte, okay, wir beleuchten ein historisches Ereignis. Dafür steht dieses Schwarz-Weiß auch am Anfang ein bisschen, okay, das ist Vergangenheit und so weiter. Und wir wechseln in dem Moment in die Farbe, wo wir sagen, aber diese Form von Masse und Gewalt, die ist real und die kann genauso jetzt stattfinden und den Zuschauer sozusagen auch nochmal anders daran zu holen. Das war sozusagen die Motivation. Gibt es noch weitere Fragen oder Anregungen? Ja, Natascha? Gebracht. Und zwar, Sie sagten, dass die Jugendlichen nach der Wiedervereinigung vernachlässigt worden sind, dass die abgehängt worden sind von der Gesellschaft. Sportvereine haben kein Geld mehr bekommen und die waren sozial nicht verbunden. Das ist eine Gefahr, die ich hier im Westen auch sehe, zusehends, dass Jugendliche abgehängt werden, keinen Job kriegen, keine Perspektiven haben und dann orientierungslos sind. Und jetzt meine Idee, ich habe das auch gesehen bei Dschihadisten, ne, die genau derselbe Trick wie von dem Agitator da von der Jugendszene, die fangen an mit Freundschaft, einbinden und gehen dann halt entsprechend weiter. So, wenn es jetzt keine Fragen gibt, möchte ich Sie aber dennoch nicht entlassen, sondern darauf hinweisen, dass ja diese Reihe weitergeht mit zwei Themenkomplexen, Wackersdorf und Waffen gewissermaßen. Und wenn Sie das interessiert, die Dokumentarfilme gibt es im Naxos-Kino und die Spielfilme hier im Filmmuseum. Kommen Sie, sagen Sie es weiter und dann ist jetzt auch Schluss. Ich bedanke mich bei euch drei. Besten Dank, dass ihr hier wart und bei Ihnen, dass Sie auch da waren. Ja, vielen Dank an Sie und dass Sie auch so tapfer hier geblieben sind, sozusagen die Diskussion, und bei diesem schönen Wetter hergekommen sind. Vielen Dank.